Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Map Legends mit mir, dem Kirsch. So, ich hatte gerade einen kurzen Strömbruch, musste jetzt zum zweiten Mal anfangen. Keine Ahnung, da war auf jeden Fall der wollte ich falsch anfangen, aber okay. Wir hatten vorige Folge mit Project E angefangen, also weitergemacht, besser gesagt, und haben jetzt hier schon eine automatische EMC-Form von Golden Pickaxes. Können wir kurz sortieren. Dankeschön. Und lassen wir uns nämlich gerade Dark Matter herstellen. Und hatte ich den MK2 reingetan gehabt oder nicht? Selbst wenn, hätten wir zu wenig EMC, um das zu überprüfen. Okay, allerdings werde ich jetzt die Folge nichts mit EMC machen. Ich wollte jetzt wenigstens noch zwei Talismane mitnehmen, zu weit. Dass wir wenigstens unsere Tools immer repariert bekommen. Und die Wolle kann auch weg. Wolle, Wolle. Und ich denke mal, wir fangen jetzt schon mal langsam an, mit dem Haus weiterzubauen. Und zwar habe ich mir da was gedacht, was bestimmt vielleicht gut aussehen könnte. Könnte, nicht muss. Und zwar sind wir ja hier, unsere Maschinen, hatten wir hier, ja, wir haben Carpenter Blocks drin. Sehr schön. Da können wir die nämlich. Okay, ich muss auch mal ein bisschen Lütter. Ja, craften. Wir brauchen den, dann brauchen wir ein paar mehr. So, nein, das brauchen wir nicht. Okay, können wir nämlich mal einen hier reintun. Dankeschön. Jetzt brauchen wir einen Carpenter's Hammer. Das ist eigentlich sowas wie fast wie Life in the Woods hier. Nein, eigentlich nicht. Just können wir die in Slabs umwandeln. Nö. Dann können wir nur hoffen, dass wir die dann in die Carpenter's Blocks reingedrückt bekommen. So, weil das soll ja eigentlich nicht sichtbar hier sein. Da habe ich mir auch hier immer mal noch ein paar Gedanken gemacht, wie könnte ich das machen. Hier müssen wir sowieso so noch eins, glaube ich, nach außen gehen. Oder wir lassen das so. Die Chest wird dann später durch eine Ender Chest ersetzt. So, und dann können wir nämlich... Nein. Das war Fail. Das war nicht so geplant. Da können wir nämlich das so hier machen. Hier, und da können wir mal so einsetzen. Dann hatte ich nämlich gedacht, machen wir nämlich so hier. Wir müssen doch noch eins nach vorne gehen. Das so hier. Und weil das ja dann eh hier alles blockiert oder nicht sichtbar sein soll, mache ich das so. Oder dann doch eher so. Weil dann können wir mit den Carpenters hier drum umgehen. Und hier müsste ich mit Microblocks mir ein paar Teile erstellen. Ach man, Baufolgen. Das ist immer dann so. Stone. Wo ist jetzt nicht wie viel? Sticks haben wir hier noch zwei. Und dann brauchen wir gleich noch einen Diamanten. Okay, das ergibt doch ein paar mehr als gedacht. Die können weg. So. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ein Dark Matter. Es geht voran. Sehr erfreulich. Wie gehe ich jetzt hier vor? Genau, ich könnte ja mal... Ich denke mal, die haben keins. Nö. Also hauen wir hier rein. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Dann können wir mal kurz durchstartieren. Dann können wir uns nämlich mal ein paar Slabs, Panel, Cover machen. Und die müssen wir jetzt natürlich noch etwas andersweitig umcraften.
Und zwar an dieser Horus. Okay, dann können wir uns nämlich gleich das hier ein bisschen... Okay, da brauchen wir erstmal hier ein Panel. Das geht gar nicht. What? Geht das bloß mit den Cover von BC Factory? Mit diesen hier. Da brauchen wir ein Assembly Table. Okay. Dann müssen wir das später machen. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Und geht auch nicht so schnell verloren. Ja, ich denke mal, wir machen das so. Okay, die Maschinerie werden wir dann eh nicht sehen. Oder wir lassen es bloß zur Optik halber drin. Okay, wir hätten hier auch Slabs nehmen können für die. Aber halt, hier geht's nicht. So. Gibt's hier Moos? Moss. Ja, ihn allerdings auch nicht, nein. Da hätte ich Tinkers Construct drauf machen müssen. Oder noch eine andere Mod mit Moss. Ich glaube Biomes Oplendi. Jetzt machen wir erstmal was anderes. Ich wollte die Fassade ganz speziell machen, auch wieder. Da haben wir eigentlich nasser Quarz, das hat man mir eigentlich gesagt, ich soll dann mit Block of Quarz arbeiten. Ist nicht EMC-lastig, nein. Dann haben wir noch die Stone Bricks da. Die brauchen wir nicht so viele. Wie mache ich jetzt? So. Hier müssen wir also so noch rein zum Verkabeln. Hier können wir ja lassen, dann kommt quasi hier die Ecke hin. So, den Raum, den können wir ja dann noch hier rumziehen. Da hätte ich hier eine Stufe reinmachen, mit Stufen arbeiten können. Ich habe keine Axt mitgenommen. Ja, super. Muss erstmal kurz ein bisschen Platz machen. Ah, Saphir-Axt. Weil da können wir uns nämlich mit Carpenter-Stairs arbeiten. Oh, die müssen wir auch kurz mit. Und nochmal kurz Platz gemacht. Okay, und jetzt müssen wir mit Stufen arbeiten. Schon mal ganz kurz die hier hin. Jetzt können wir ja noch eins nach oben ziehen. Aber jetzt brauchen wir erstmal die Stufen. So, so, so. Den hier hin. Zack, zack. Verdammt, das war's falscher. Das ist jetzt wirklich bloß mal da hier so austesten. Das O-Block auf Quarz. Marble. Dann wird man nämlich hier weiterziehen. Ach ja, ich habe ja den Repair-Talisman da. Geht nichts so schnell kaputt. Und dann hier unten dieser.
Und wir können es auch direkt hier hinsetzen. Das werden wir dann sehen, wie wir es brauchen. Hier hinten kommen dann die Kabel lang. So, und jetzt muss ich mal grob überlegen. Mache ich hier hinten vielleicht auch noch ein paar Maschinen hin? Dann müsste ich das nämlich doch noch um Maschinenkabel bis hierhin vorziehen. Ah, schwierige Frage. Gut, lieber wir haben es gemacht, als wir hätten es gemacht. Und abgebaut ist ja alles schnell hier. Gut, sehr schön. So. Und das ist auch schnell gemacht hier. Erstmal nur so. Und dann, wie hatte ich mir das gedacht? 5er Schritte. So, das Lilipad machen wir mal weg. Oh ja, super. Euch allen braucht keiner. Ganz ehrlich. 3. Just. Erstmal kurz gucken. Können wir dann mit noch was anderes machen? Stairs. Ender Rail Acceleration. Okay, das hatte ich auch noch nie benutzt. Slabs. Pipes. Pillar. Forestry. Was war's? Aber eigentlich das hier mehr mit Quarz. Nicht so, gefällt mir nicht so. Entweder liegt das am Sphex. Würde ich jetzt allerdings nicht mal behaupten wollen. Aber weil die keine direkte Verbindung haben. Wir können allerdings den für bestimmte Bereiche nehmen, wie zum Beispiel für einen Decker. Genau, wir nehmen Quarz als Decker. Und eigentlich soll das auch nicht so sein. Der Eckpfeiler kommt ja dann sogar noch eins raus. Okay, der hätte eigentlich gar nicht gestört. Das wäre nämlich dann so gewesen. Und dann gucken wir nochmal von Weitem. Vielleicht sieht das dann besser aus, dass wir es vielleicht nur für die unteren Etagen nehmen. Und dann halt was anderes da nehmen. Aber wir nehmen halt wirklich nur Marble. Das heißt, ich muss dann runter in die Marble-Mine. Offscreen. Oder ihr wollt dabei sein, schreibt es in die Kommentare, weil das ist die Donnerstagsfolge. Heute ist Dienstag, ja. Das ist die Donnerstagsfolge, da könnt ihr mal reinschreiben. Aber das sehen wollt oder halt nicht. Ihr entscheidet. Ihr bestimmt darüber, ob ich sinnlos rumquatsche oder lieber ein gleiches Hausbau gehe. Gut, dann schaffen wir schnell den Quarz weg. So. Block auf Quarz, Block auf Quarz. Und jetzt haben wir doch bestimmt mindestens 2. Jawohl. Ich habe den tatsächlich nicht eingespeichert. Das ist jetzt aber schlecht. Allerdings, da haben wir doch schon einen. Haha. Die Beleuchtung von unserem Großraumstädter habe ich mir auch so vorgestellt, dass wir da mit Microblocks arbeiten. Allerdings halt, oder wir nehmen halt die Lantern. Das ist Railcraft. Nein, und zwar gibt es ja hier diese von, wie heißt die Mod? Blue Power, und zwar diese Inverted Lamp Light Blue. Oder halt White oder Gray, da gibt es halt viele verschiedene. Muss man halt sich den Light Powder machen und das halt
Ist relativ günstig. So, und jetzt gucken wir mal, wie das vielleicht mit Marble ausgesehen hätte. Ich kann mal den irgendwie noch anders, außer brennen. So. Tiles. Bricks. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So, dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Lassen wir uns mal überraschen hier. Okay, wenn wir dann halt da noch eine andere Schicht reinmachen, wie zum Beispiel unsere Bricks. Okay, ich bin schon wieder am Ausschweifen. Oder halt was ganz anderes. So. Einmal so machen, so, so. Okay, habe ich hier. Ist halt das Gute, wenn man mit Carpenters arbeiten kann. Ja, das hat er was. Das sieht auch viel besser aus. Das müssten wir allerdings nur etwas höher machen, eins zumindest. Oder wir lassen es so, weil da können wir das. Nee, das müssen wir eins nach oben ziehen. Denn dann können wir das nämlich. Okay, jetzt muss ich das alles gleich wiederholen. Ich kenne mich. Clay. Ach, das habe ich allerdings eingespeichert. Sehr gut. So, und dann können wir das nämlich. Dann auch auf der Höhe hier machen, aber das nur gerade auf 5 machen. So. Und einmal Marble, please. Oh, ich brauche eindeutig mehr Marble, aber gut, dass die Quelle da noch nicht ganz erschöpft ist. Sonst sehe ich mich noch da am Berg rumbuddeln sehen. Ja, so können wir das machen. Wenn wir dann vielleicht so einen Block aus Carbon ersetzen und dahinter auch eine Glowstone oder so setzen, haben wir da kleiner eine explizit gute Beleuchtung. Allerdings sage ich jetzt mal an der Stelle hier: Danke fürs Zuschauen, kommentieren, abonnieren, liken, ansonsten sagt nicht. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.